Aus dem Bereich Pflege im Außerfern sind wir heute zu Gast in der Wirtschaftskammer in Reutte. Mein Gesprächspartner, Geschäftsstellenleiter Winkler Wolfgang. Herr Winkler, 24-Stunden-Betreuung, wie schaut es rechtlich aus? Das ist natürlich ein ganz umfassendes Thema. Also da wirken sehr, sehr viele Gesetzesmaterien und Verordnungen mit ein. Ich darf vorweg vielleicht sagen, man kann betreuungsbedürftigen Personen vierfach helfen bei uns im Bezirk Reutte. Zum einen funktioniert bei uns natürlich im Außerfahren die Nachbarschaftshilfe noch sehr gut unter Familienverband. Wenn jemand heute Hilfe braucht und im Familienverband noch betreut werden kann, ist das natürlich die optimale Form. Wenn es nicht mehr geht, weil es natürlich eine sehr belastende Tätigkeit ist, dann kann man sich der organisierten Betreuung anvertrauen. Gibt es bei uns im Außerfahren das Rote Kreuz Reutte, Stichwort Essen auf Rädern, oder den sozialen Gesundheitssprengel Außerfahren. Das soziale Gesundheitssprengel Außerfahren bietet neben der Heimhilfe, der Haushaltshilfe natürlich auch medizinische Hauskrankenpflege an. Muss man dann ganz klar unterscheiden, wer darf was tun, und das ist in ganzen Gesetzesmaterien ganz klar festgelegt. Da spielt das Ärztegesetz mit hinein, das Haushaltsbetreuungsgesetz und. Mein oder unser Part von der Wirtschaftskammer in Reutte ist ganz klar festgelegt. Also wir sind für die sogenannten Personenbetreuer zuständig. Die Personenbetreuer sind in der Regel bei uns im Außerfahren doch ausländische Personen, die hier selbstständig tätig sind. In erster Linie kommen sie aus Bulgarien, Rumänien, Polen, aus diesen Gebieten. Es gibt aber natürlich auch Einheimische, die sich der Personenbetreuung verschrieben haben. Da gibt es einen Tätigkeitskatalog, was diese Personen alles tun dürfen. Und das muss man eben ganz klar abgrenzen, dass es nicht eine medizinische Tätigkeit ist. Also es geht in erster Linie um die Haushaltshilfe. Da gibt es einen ganz klaren Katalog, und den können wir gerne auch seitens der Wirtschaftskammer jedem Einzelnen zur Verfügung stellen. Überhaupt sind wir bereit, also nicht nur den Selbstständigen sozusagen hier zur Seite zu stellen, sondern auch natürlich jenen Personen, die Betreuung brauchen oder deren Angehörigen. Die Betreuer sind dann alle auf selbstständiger Basis? Die sind alle selbstständig, ständig und selbst ist natürlich jener Bereich, ansonsten würde es gar nicht mehr funktionieren. Also man muss sich das vor Augen halten, dass wir natürlich Gott sei Dank immer älter werden, auch im Außerfern. Wir haben die Altersdurchschnitte haben wir errechnet, also es gibt eine Hochrechnung, dass im Jahr 2075, also doch noch eine Zeit hin, dass wir dann rund ein Drittel alle über 65 Jahre alt sind, also dann ist ein Drittel der Gesamtbevölkerung doch schon im Pensionsalter. Wir wissen auch, dass der Körper sozusagen aufgrund der medizinischen Errungenschaften immer älter werden kann. Was nachlässt, ist der Geist, also der nicht ganz Schritt halten kann, ist natürlich in erster Linie Demenzpatienten, die hier betreut werden sollen. Die Personen, die diese Betreuung anbieten, haben Sie gesagt, sind vorwiegend aus dem Ostblockbereich. Wie viele Personen sind zurzeit im Außerfern tätig? Wir haben Stichtag heute, 185 Personenbetreuer bei uns im Außerfern gemeldet. Davon sind 107 mit einer aktiven Berechtigung. Das heißt, die anderen 78 haben ihre Berechtigung momentan ruhend gestellt. Muss man sich auch vor Augen halten, dass es natürlich eine sehr belastende Tätigkeit ist. 24 Stunden heute bei einem Klienten zu sein, Tag und Nacht eine Betreuung anzubieten, ist natürlich, geht auf die Substanz und ist natürlich nicht auf Dauer durchführbar. Diese Personen haben sich organisiert, sind in der Regel über eine Agentur auch miteinander verbunden. Das heißt, in der Regel sind sie zwischen 6 Wochen und 3 Monaten hier vor Ort und wechseln sich dann ab im Wechseldienst. Hier schauen wir auch drauf und sind bestrebt, dass es immer wieder die gleichen Bezugspersonen sind, weil es natürlich sehr wichtig ist, auch für die betreuten Personen, dass der gleiche Ansprechpartner da ist, die gleiche Ansprechpartnerin hier vorhanden ist. Man muss sich das vorstellen, dass das ganze System ohne diese Personenbetreuer längst kippen würde. Wir wissen also, welche Bettenanzahl, dass wir im stationären Bereich haben. Es ist der Bereich vom sozialen Gesundheitssprengel sehr stark ausgebaut worden. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Personenbetreueranzahl stark gestiegen, weil der Bedarf einfach hier vorhanden ist. Wie schaut es da aus mit dem Vertrag, den ich da machen soll? Seid ihr da behilflich oder wie komme ich zu sowas? Ist natürlich unser großes Ziel, dass wir beide Seiten hier, also sprich die Personenbetreuer, die ja der Wirtschaftskammer dann zugehörig sind, und aber auch den
zu betreuen Personen bzw. deren Angehörigen hier Hilfestellung leisten. Hier gibt es ein Vertragsmodell, wo wir hier behilflich sind, wo auch taxativ aufgezählt ist, was diese Personenbetreuer alles tun dürfen. Es geht darum, dass sie haushaltsnahe Dienstleistungen vom Zubereiten der Mahlzeiten bis zur letztlich zur Reinigung vom Gebäude, Unterstützung bei der Lebensführung, dass man beim An- und Ausziehen behilflich ist, soziale Kontakte weiterhin aufrechterhält, also dass Verwandtenbesuche, Bekanntenbesuche, Friseurbesuche nach wie vor gewährleistet sind. Und wir sind hier sehr bestrebt und also speziell in den letzten Jahren hat es sehr gut funktioniert, dass das Verhältnis zwischen Personenbetreuern und den Betreuerinnen und letztlich auch den Verwandten sehr gut funktioniert. Wir haben in den letzten Jahren de facto keine Klagsfälle gehabt, dass hier etwas schiefgegangen wäre. Sie haben gerade das Stichwort Sozialkompetenz gegeben. Das heißt, der sollte auch Deutsch sprechen. Wie schaut es da aus? Das fällt natürlich auch in die Kategorie, was wir von der Wirtschaftskammer zu bedienen haben. Die Wirtschaftskammer hat de facto drei Säulen abzudecken. Das ist einmal eine Serviceleistung. Serviceleistung bieten wir hier zum einen eben den Personenbetreuern und auch den zu betreuenden Personen. Auf der zweiten Seite Interessensvertretung, dass wir ganz klar hier schauen, wir wissen, wie die Altersstruktur im Bezirk heute ist, dass wir entsprechendes Angebot hier im Bezirk auch anbieten können. Und die dritte Seite ist die Wissensvermittlung hier bei uns mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut, mit dem WIFI, allgemein bekannt, abgedeckt. Und hier sind wir natürlich bestrebt, dass wir Deutschkurse anbieten. Es funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben sehr gut ausgebildete Deutschtrainerinnen, zum Teil sind ungarischsprachig und ungarischstämmig und eine Kollegin ist aus dem russischen Bereich. Und die hat natürlich den Vorteil, dass sie mit den Personenbetreuern in deren Muttersprache sich unterhalten kann und dann die deutsche Sprache umso leichter dann zu erlernen ist. Das ist ein ganz großer Gesichtspunkt, wo wir sagen, ohne deutsche Sprache ist es natürlich sehr, sehr schwer, in diesem Bereich zu arbeiten. Ja, gerade weil die Kommunikation sollte funktionieren. Das ist das Hauptaugenmerk eigentlich. Sie können sich vorstellen, wenn man 24 Stunden miteinander verbringt, dass es sehr, sehr belastend ist. Und wenn hier die Kommunikation nicht funktioniert, dann fehlt ein wesentlicher Teil. Vom rechtlichen Aspekt nochmal, die sind selbstständig, die können also wirklich die ganze Zeit auch dementsprechend Tätigkeiten verrichten. Ja, wobei man abgrenzen muss, also sie dürfen nicht medizinisch tätig sein. Also es sind Hilfstätigkeiten, sie müssen ganz genau also die Vorgaben, was das Gesetz hergibt, einhalten. Muss man unterscheiden eben, wenn es dann mehr braucht, dann bräuchte es dann die medizinische Hauskrankenpflege, was der Sozial- und Gesundheitssprengel Außerfahren anbietet, oder man muss auch den Arzt konsultieren. Und wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das eingehalten wird, dass also wenn irgendetwas auffällig ist, dass sofort der Arzt oder das medizinische Personal hier gerufen wird. Wichtig ist natürlich auch, dass hier keine Verwahrlosung stattfindet. Das ist das Hauptproblem, speziell also bei alleinlebenden Personen, dass genügend Lebensmittel vorhanden sind, dass entsprechend der Ausgang da ist und dass einfach die Körperhygiene auch passt. Ja, aber das kann man dann kombinieren. Ich kann also das Sozial- und Gesundheitssprengel quasi heranziehen für diverse medizinische Tätigkeiten. Selbstverständlich arbeiten auch Hand in Hand. Also es muss auch, also es kann der Personenbetreuer keine medizinische Tätigkeit übernehmen. Und hier ist wirklich Hand in Hand zu arbeiten zwischen den Behörden, zwischen den niedergelassenen Ärzten, zwischen dem Sozial- und Gesundheitssprengel und den Personenbetreuern. Das heißt, der Personenbetreuer darf zwar die Medikamente vorbereiten, damit ich sie der Patient dann einnehmen kann, aber letztendlich eine Spritzen geben darf er nicht? Nein, ist also ganz klar nicht erlaubt. Es geht darum, also dass gerade wenn die sogenannte Tablettenschachtel natürlich vorbereitet ist, dass der Patient, dass der Klient das nicht vergisst, dass er rechtzeitig die Medikamente mit einnimmt, ist sozusagen der Wecker auch dafür, dass es rechtzeitig eingenommen wird. Aber die Dosierung etc. legt das medizinische Personal in der Regel auch der Arzt fest. Das heißt, wenn ich weitere Informationen dazu brauche, am besten bei euch ein Ding anders machen, damit ihr das dementsprechend dann auch dem jeweiligen Klienten weitergeben könnt. Es funktioniert in der Regel sehr viel auf Mundpropaganda. Das heißt, dass jene Personenbetreuer, die im Bezirk tätig sind, das redet sich herum. Die Agenturen sind natürlich bestrebt, hier einen guten Ruf aufzubauen. Die Personenbetreuerinnen und Betreuer vor Ort sind auch sehr bemüht. Und in der Regel haben sie alle ein nahe Verhältnis zu anderen und bringen teilweise auch Verwandtschaft aus ihren Heimatländern mit hierher. Wir haben in der Regel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dankeschön. Bedanke mich für den Besuch. Dankeschön.